Aber eine Tür schließt sich und eine andere Tür öffnet sich. Ich muss weitermachen. Ich habe mit Maki über die letzten 3 Jahre geredet. Ja, traurig ist es schon irgendwie ein bisschen, oder? Ach, ich weiß nicht. Ich weiß, dieses Spiel soll so ein bisschen happy sein und so, aber ich denke mir immer nur so, das ist nicht die Wirklichkeit, die passiert ist. Deswegen, ja, was mache ich denn jetzt hier mal? Komm, diese Hope-Cards sind echt nutzlos, Mann. So. Double Square und raus hier, würde ich sagen. So. Eine 4. Kann ich auf den Schatz kommen irgendwie? Hä? Habe ich nicht doppelt gemacht? Habe ich nicht gerade Double Square? Oder, achso, das war wahrscheinlich schon gedoppelt, die 4. Ja, komm, besiegen wir den Boss hier. Was ist das denn für einer? Okay. Mono Dragon. Oh, der macht ja richtig viel Schaden, du. Okay, der ist tot. Level up. Sehr gut. Ja, viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Also ich glaube jetzt nicht. Warte, habe ich noch so eine Destination? Ah, ich habe noch eine Destination Card. Die sollten wir nutzen. So. Ah, fuck. Der Assi. Können wir den besiegen? Ich hätte doch in den Shop gehen sollen, oder? Komm, wie viel Schaden macht das jetzt? 206! Und er hat nur 11 Schaden gemacht. Komm, drauf da. 300 Schaden! Ja, geil, geil. War, wenn ich das richtig gesehen habe, ein kritischer Treffer. So, da haben wir den Titi-Typhoon, da müssen wir wahrscheinlich hin. Wobei... Hä? Ja, doch, doch. Jetzt war ich gerade selbst ein bisschen verwirrt. Wenn ihr euch erinnert, wo war denn nochmal überhaupt der Tatort? War der im Titi-Typhoon oder war der im Krankenhaus oder... Das war ja damals durchaus interessant. Aber das dritte Kapitel, ne, aus Danganronpa 2 war so verdammt düster, ey. Sich dort selbst zu hängen, das war schon was anderes, würde ich sagen. Ja, ich habe noch 4 Tage Zeit. Kann ich da noch irgendwie hinkommen? Habe ich irgendwie eine Doppelkarte oder so? Nee, habe ich nicht. Eine Shopcard. Oh, wenn ich zum nächsten Shop springe, der wäre wo? Hä, müsst ihr nicht ein Shop sein? Hä? Ist das hier ein Shop? Ich meine, da steht Hospital. Ich meine, das ist das Krankenhaus, aber kann ja trotzdem ein Shop sein. Ist hier kein Shop? Aber das ist doch das Shop-Zeichen, oder nicht? Das hier? Ich würde mal, warte mal. Hier war ja der Shop, ne? Ah, nee, so ein grünes Feld. Okay. Ja, ja, genau, genau. Ah, hier ist der Shop. Ja, dann müsste ich ja eigentlich dorthin springen, oder? Oder komme ich jetzt... Warte mal. Ach, hier ist auch ein Shop. Dann springe ich hier hin und ich... Ja, dann halt nicht. Ja, gut. Komm. Da muss ich hier mal würfeln. Eine 2, aber das reicht nicht. Ich wollte noch gerne zum nächsten Boss oder so kommen, wisst ihr? Ja, komm hier, Stats erhöhen. So. Ah, die Musik, Mann. The Wizard of Monomy. Das war auch so eine Chose damals. So, eine 2. Ja, eigentlich will ich ja nach unten gehen, ne? Geh mal hier auf dieses Feld da. Warte mal. Hier nach rechts jetzt, so. Genau. Ich hätte gerne eine Move 5 Karte, die wäre ganz gut. Oder die Speed Karte, ich weiß gar nicht, was die macht. Ich versuche mal die Speed Karte zu bekommen. Und zwar... Ja, na, verdammt. Das war viel zu spät. Ich wollte eigentlich schon ein bisschen früher gedrückt haben. Naja, naja. Was habe ich jetzt bekommen? Ich habe gar nicht aufgepasst. Ja, was bringt denn die Karte? Nein, nicht die, die hier. Die hier. Nein, nicht die, oben. So, hier. Permanent oder für einen... Ja, okay, das wäre ganz gut. So, Dice. Und jetzt gibt mir eine 5 oder so. Eine 3. Sind wir eigentlich jemals hier auf so einer Glühbirne gelandet? Ach, hier kriegt man die Talentfragmente. Ah. Ja, wir brauchen die blauen am meisten, ne? Nehmen wir blau. Und gib mir am besten 6.
5, das ist auch ganz gut. Oh, noch irgendwas hier. Wieder so ein Karten... Ja, okay. Der übliche Kram. So. Was jetzt? Die Shopkarte, okay. Behalte ich die Karten eigentlich gleich? Ich meine, ist noch ein Tag übrig, ne? Aber hier kann ich ja gar nicht rein, sehe ich gerade. Wo kann ich denn hier rein? Ins Krankenhaus. Moment, der Mord war im Krankenhaus, ne? Genau. Und wir dachten, es wäre im... Warte mal. Mir ist echt zu dumm dafür. Es gab zwei Morde. Es gab Hyoko und Ibuki. Ne? Hyoko war hier an diese Säule geheftet. Mit dem Klebeband. Also nicht geheftet, sondern geklebt. Und Ibuki dachten wir, wäre hier umgebracht worden, aber sie wurde im Krankenhaus umgebracht, ne? Genau. So war das. So oder so ähnlich. So. Deswegen bin ich hier komplett falsch eigentlich. Ich muss ja nach oben. Eigener Fehler. Ja, komm, zum Shop kann ich aber noch. So. Ich habe genug Geld hierfür, das ist schon mal ganz gut. Oh, das macht einen Riesenunterschied. Ich kann ihn angreifen? Das sehe ich jetzt zum ersten Mal, dass man anscheinend den Dude hier angreifen kann, den Monodam. Ach, das kann ich mir... Ah doch, kann ich mir doch noch leisten, okay. Soll ich einfach mal angreifen, mal gucken, was passiert? Bist du sicher? Aber, die meinten doch, wenn man gegen die Regeln verstößt, ne? Dann wird man bestraft. Ich mach's einfach mal gucken, was passiert. Oh, der am meisten würfelt, gewinnt, oder was? Okay, komm, eine 6. Ja, easy. Ah, jetzt kann ich ja was klauen, oder was? Hätte ich hier mal zuerst angreifen sollen. Ja, gib die Karte hierher. Steal das Item, ja, komm. Kann nur mehr stehlen? Nee. So. Ach, das war jetzt mein Tag! Nein, ich wollte doch mal! Nein! Ich wollte doch mal würfeln! Ich habe jetzt gar nicht gewürfelt. Ich habe nur die Karte eingegeben. Ja, dann halt nicht. Das hier ist unser Hoffnungsfragment, oder was? Obtain Skills. Ah ja, bevor wir gehen, sollten wir am besten noch hier unseren Kram erhöhen, bevor irgendwie der Kram weg ist, ne? Weil ich weiß jetzt nicht, was passiert. Ob wir unseren Kram verlieren. Weil ich denke mal, die Skills werden schon permanent sein, aber halt nicht die Fragmente. Ja, komm hier. Nehmen wir hier was mit, ein bisschen Schaden. So, das kann ja nicht schaden hier. So. Oh, wiederbeleben ist auch ganz geil eigentlich. Energize, interessant. Also hier gibt es schon einige Sachen, die man sich holen könnte. Ich würde sagen, nehmen wir einfach mal hier irgendwie so Stärke. Erhöhen wir das. Oh, wir haben keine Skillslots mehr? Wir haben nur zwei Skills, die wir lernen können? Ach so. Ja, das ist ja ziemlich lame irgendwie, oder? Ja gut, dann habe ich ja gar keine Wahl hier so richtig. Ja, was mache ich denn jetzt mit meinen 20 Punkten, die ich da noch habe, die grünen Punkte da? Ich kann ja nichts lernen. Ja, das ist ja ein bisschen blöd jetzt. Ja, dann halt nicht. Da muss ich jetzt wohl gehen. Da werden mir doch 5 Slots angezeigt. Oder vielleicht muss man dafür weitere Bosse besiegen. Ja, das kann gut sein. Ja gut, Development complete, würde ich sagen. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Hallo? Was haben wir jetzt hier? Event Gallery. Okay. Hier können wir uns quasi die ganzen... Ah, okay. Die ganzen Ereignisse, die jemand hier haben kann in dem Spiel quasi. Okay. Da schauen wir mal, wie viele wir gefunden haben von K.A. Day. K.A. Day. Schauen wir doch mal nach.
Ja, das sind ja schon einige. Das sind ja schon richtig viele. Quasi die Hälfte haben wir schon gesehen. Für KA Day. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, okay. Und da es für jeden Charakter so viele gibt, seht ihr schon wahrscheinlich so langsam, warum dieses Spiel mega, mega, mega lang ist. Weil das geht noch deutlich weiter. Man kann sich hier aber auch im School Store weitere Charaktere kaufen. Ich weiß aber gar nicht, welche Währung dafür man braucht. Monomono Machine. Golden Monomono Machine. Und Monomono Yashin. Weil ich weiß auch, dass man hier auch mit Echtgeld quasi was sich kaufen kann. Das weiß ich schon. So. Man kriegt diese Medaillen anscheinend im Battle Mode. Oder wenn man Usami Flowers spielt. Und jede Maschine hier, also jeder Automat, braucht eine eigene Währung. Okay. Und wenn man eine höhere Rarität bekommt, ihr seht ja dort R, S und U, also selten, sehr selten und ultra selten quasi. Wobei da unten steht auch noch W, sehe ich gerade. Weiß aber nicht, was das bedeutet. Oder WR sogar. Dann auf jeden Fall. Auf jeden Fall erhöht sich das Development schneller. Außerdem kann man auch noch Hype-Cards bekommen, die die Charaktere auch noch in auf weitere Arten verstärken. Die sehen ja ziemlich schön aus, oder? So extra Bonusart quasi. Cool. So. Habe ich denn hier... Ich habe null Währung. Ich bin pleite, Mann. Was ist das hier? Ist das hier vielleicht das Echtgeld-Ding? Vending Machine, ja, das ist mir schon klar, du, aber... Hä? Was mache ich hier? Soll ich hier irgendwie auf jemanden draufklicken und dann kann ich... Also, welchen Charakter möchten wir denn haben? Sagen wir mal, ich würde Kyoko haben wollen, ne? Oh, hier muss man richtig blechen. Ich werde es nicht kaufen. Ich bin nur mal neugierig, wie viel es kosten würde. Warte mal, hier gibt es ja noch höhere. Das hier ist die seltenste, oder? Oder? Ist W oder U die höchste Seltenheit? Ich guck mal mit euch nach hier. Okay. Wenn man seinen Safe löscht, dann kriegt man nicht was für seinen Kram zurück. Okay. Die verlangen doch bestimmt nicht mehr als 1 Euro dafür, oder? Wer? Jetzt bin ich neugierig. Ach, weil ich den Kram auf Englisch gestellt habe, oder? Kann ich das gar nicht nachschauen. Ah, wobei, also hier steht's. Ja, 99 Cent, das habe ich mir schon gedacht. 99 Cent. Gut. Aber na, wie gesagt, ich will's mir gar nicht kaufen. Ich frage mich echt, wie viel Geld sie damit gemacht haben, wisst ihr? Weil... Es gibt ja mega viele Karten dann. Und ich weiß nicht, wie schwierig es sein wird, die quasi freizuschalten, weil ich habe ja jetzt hier einmal quasi den Kram gespielt, aber wie ihr seht, 0000. Ich habe keine Monocoins. Bin echt pleite hier. Also ich glaube, das hier sind die besten, ne? Kann ich hier noch irgendwie... Ah, hier. Es gibt die Seltenheiten N, R, S und U. Okay. Jeder Charakter hat 9 verschiedene Hype-Cards. Alter. Hier wollten sie auf jeden Fall nochmal so richtig abkassieren, denke ich mal. Ja, also ich will doch nur die Coins haben. Battle Mode meinten sie irgendwie. Da kriegt man die Coins. Ah, hier oben, Battle. Ja gut, machen wir das. Hier nutzt man die Charaktere, die man im Development-Mode trainiert hat. Okay. Aber ich habe nur einen Charakter. Ich habe nur Kaede. Es gibt insgesamt 100 Etagen. Und es gibt immer so Missionen anscheinend. Okay, okay. Anscheinend...
ist der Fortschritt, den man hier in diesem Modus macht, auch hat er auch Einfluss auf den Development-Mode-Fortschritt. Okay. Ja, dann bin ich mal gespannt, was hier noch so kommen wird. Ja, ich habe ja, wie gesagt, ne, ich habe nur Kaede. No members found. Kaede! Hier helfen wir. Kriegen wir schon alleine hin. Kann ich? Wie füge ich dich denn hinzu? Achso, du bist jetzt schon hinzugefügt. Okay. Ja, und jetzt? Ich würde gerne noch jemand weiteres hinzufügen. Ich habe aber niemanden. So fühlt sich Armut an, Leute. Ich sag's euch. Ja, komm, das kriegen wir das hin. Komm. 3 gegen 1? Ja, wir sind ja schon ein bisschen... Oh, da kriegt man 3 Coins für, habe ich gerade gesehen. Ach, die kämpfen doch gar nicht alle zusammen. Nein, du sollst ja nicht automatisch machen. Warum stellst du denn automatisch? So ein Dreck. Was sind denn hier überhaupt die Missionen? Hier. Innerhalb von 10 Zügen soll man die besiegen. Ohne Tode und auch noch mindestens 50 Schaden mit einem Angriff. Ah, das kriegen wir hin. Ey, Musik ist geil, oder? Ich mache gar keinen Schaden mehr. Hä? Ich habe doch vorhin so viel gemacht. Kaede, warum bist du auf einmal so ein Lulli geworden, ey? Gerade habe ich noch so 5000 Schaden gemacht pro Angriff und jetzt auf einmal das hier. Was passiert? Ach, meine Ausrüstung bestimmt, oder? Ich habe keine Ausrüstung mehr. Ah, fuck. Boah, Leute, es ist so warm hier. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier in Dortmund ist es so warm. Jeden Tag wiegen 30, 40 Grad. Und weil ich auch ganz oben wohne, oberste Etage, fühlt es sich nochmal an wie 10 Grad mehr. Boah, ich kann nicht mehr. Die Aufnahme hier ist schon mehr als 2 Stunden lang. Ist einfach viel zu warm. Hab gerade schon Eis gegessen, aber trotzdem. Das ist echt nicht die geilste Idee, im Sommer aufzunehmen. Aber es passt ganz gut zu dem LP. Wegen Summercamp natürlich. So. Ach, innerhalb von 10 Zügen, ne? Da war ja was. Awaken, komm. Und jetzt drauf da. Oh? Der ist ja trotzdem nicht tot. Okay. Ja, also man bräuchte hier schon ein paar mehr Charaktere, ne? Mit einem lohnt es sich nicht so ganz. Alter, wie viel Schaden können die denn nehmen? Ich sollte auch mal die Geschwindigkeit hier erhöhen, so. So, der ist tot. Und jetzt am besten noch Skill drauf. Hier, komm. Wie viel Schaden macht das? 23 nur. Vielleicht macht das ja hier irgendwie 50 oder so. Oh, 86! Damit haben wir auch diese Mission erfüllt. Ah, 2 von 3 haben wir geschafft. Moment. Habe ich jetzt die Coins bekommen? Nee, oder? Weil ich alle 3 schaffen muss. Das heißt, nicht man kriegt pro Stern eine Coin, sondern man kriegt nur alle Coins, wenn man alle geschafft hat, oder? Jetzt bin ich neugierig, warte mal. Habe ich jetzt Coins oder nicht? Wie, ich werde hier verarscht. Ich habe keine Coins! Ich will doch nur weitere Charaktere haben, Mann. Wollt ihr mich verarschen hier? Aber warte mal. Wenn ich ja nochmal zur Party Formation gehe, ne? Kann ich nicht irgendwie dich ausrüsten? Weil ich sehe ja, du hast keine Sachen ausgerüstet. Warum habe ich denn kein Equipment? Ich hatte gerade jede Menge gekauft. Wollt ihr mich verarschen? Haben die mir den Kram gestohlen oder was? Ja, hier wird man richtig verarscht in dem Spiel. Ja, dann halt nicht. Ah, jetzt achte ich mal darauf, ob ich hier vielleicht irgendwie... Oh, hier können sogar die Monocoins ganz normal gedroppt werden. Okay. Nein, mach doch nicht Auto... Es geht automatisch auf Auto. Warum denn? Das ist doch scheiße. Da verschwende ich doch den ersten Zug quasi. So, drauf da. Das Problem ist halt auch, ich habe gar keinen Mana gerade. Nimmt man... Kriegt man Mana, wenn man Schaden nimmt, oder kriegt man einfach jede Runde Mana? Ich bin nicht so ganz sicher. Hier, komm. So, drauf da. Oh, der ist tot, der ist tot. Oh, das hat richtig viel Schaden gemacht. Awaken bringt ja auch nicht wirklich viel, ne? So, komm, trotzdem drauf. Ah, ich bin gleich... Ja, wobei, nee, ich habe noch genug Leben. Ich dachte, da macht jetzt jede Runde so viel Schaden, aber nee. So, weg mit dem. Was sind hier eigentlich die Missionen? Mission hier. Innerhalb von 10 zu... Okay. Innerhalb von 10 Runden, das kriege ich auch nicht hin, oder? Komm, besieg den Hasen da mal. Nur 19 Schaden? Ich bin tot! Wollt ihr mir...
Mann, ich hab halt nur diesen einen Charakter, Mann. Was soll ich denn tun? Ach komm, ich mach jetzt hier nochmal den ersten Kram, damit ich mir zumindest ein paar kaufen kann. Das ist doch dumm. Jetzt mach diesen Autokram aus. Genau, dankeschön. So. Hier, so, weg mit dem. Der wird schon mal tot sein. So. Erste Mission erfüllt. So, drauf da. Ich mach am besten den jetzt hier ganz normal mit den ganz normalen Attacken. Und dann gleich den letzten mit... So, wir haben jetzt vier Runden, ne? So, Skill. So. Der ist tot. Und jetzt nochmal. Skill, Eis und weg mit dem. Und jetzt müsste ich doch eigentlich alle drei Missionen... Genau, und jetzt kriege ich die Coins, oder? Ja, genau, genau. Oh, jetzt gib mir die scheiß Charaktere her, hey. So viel Arbeit, hey, für drei dieser Coins. So, was haben wir jetzt hier? Es ist zwar die schlechteste... Warte, wie kriege ich denn eigentlich diese Coins hier? Wie kriege ich diese Coins? Keine Ahnung. Ja, egal, komm. So. Droprate. Ja gut, 0,2% für U und 0,2% für WR und 0,2% für PR. Es wäre zumindest ganz gut, wenn wir nicht nur Ns bekommen würden, weil die haben 50%. Komm, zumindest ein W werden wir hinbekommen, oder? Ist das Zufall, welchen Charakter man bekommt, oder kann ich mir das aussuchen? Mal schauen. Oh, komm, 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 irgendjemand Geiles. Komm, komm, komm. Wen haben wir jetzt hier? Na, na, na? Monokuma? Okay. N war die niedrigste Variante, ne? Okay, machen wir das nochmal. Komm, irgendwas Geileres, bitte, 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 bitte. Also, ungeiler geht es eigentlich kaum. Komm, gib mir Kyoko oder Shuichi oder Kaito oder Maki oder Himiko vielleicht? Komm, einen von dir. Easy. Oh, was haben wir jetzt hier? Oh, komm, 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 komm. Was ist das, was ist das, was ist das? Was ist das, was ist das? Oh! Aber nur N. Jetzt haben sie hier so einen auf mega geil gemacht mit der Animation da gerade, aber dann ist es trotzdem nur N. Jetzt dachte ich, kommt was richtig Geiles. Ich meine, Mukuro ist schon mal zumindest geiler als Yasuhiro, aber... Ja, ich habe keine Kohle mehr, hey. Ja, dann gehe ich halt. Ja, aber die sind jetzt alle Level 1, oder? Die sind jetzt alle Level 1. Aber trotzdem kann ich vielleicht zumindest den zweiten Kram jetzt hier schaffen. Warte mal, hier, so. Hä? Ich kann die trotzdem nicht ausrüsten? Ich muss die erst einmal durch den Development Mode kram. Oh mein Gott. Da werde ich ja hier nie Fortschritt machen. Das wird... Was haben wir hier? Und wir kriegen ja einige... Belohnungen. Ich weiß gar nicht, für was genau. Wir haben hier 11 von diesen Monomi-Coins bekommen. Für was denn überhaupt? Ah, hier sind solche Missionen, solche Achievements quasi. Ah, okay. Aber kann ich irgendwo nachschauen, was ich... Ah, warte mal, hier. Hä? Ich habe zwei Missionen bisher geschafft. Die sind bestimmt ganz am Boden, oder? Oh, jetzt muss ich... Ja, keine Ahnung, welche ich schon geschafft habe. Komm, ich geh mal nach ganz unten, da werden die bestimmt... Ah, hier, warte mal, hier. Wir haben 10 verschiedene Karten im Development-Modus genutzt und... einen von den Dingern... Aber nee, wir haben sogar noch mehr. Okay. Ah, jede Menge Achievements, die man hier quasi schaffen kann und... dafür kriegt man halt auch diese Coins. Kann ich mir jetzt für diese Coins auch mehr Charaktere kaufen? Für welche... Warte mal. Für welchen Automaten war das denn jetzt hier? Oh, die... Das, ist das der gute Automat? Oh! Komm, was ist das jetzt hier? Ich bin nicht süchtig oder so. Ich kann jederzeit aufhören, natürlich, klar, aber... Oh! Das sieht schon deutlich besser aus. Aber trotzdem... 54% für W. Moment. Achso, nee, N war das vorhin, ne? Oh, das ist richtig gut. Oh, ich kann hier... Oh, Leute? Leute...
Zuerst einmal den Einser, wir haben ja sowieso 11. Und danach den Zehner. Komm, gib mir irgendwas richtig Geiles, Mann. Oh, jetzt müssen hier die Geilen kommen. Gib mir die geilen Charaktere, nicht irgend so ein Scheiß. Komm, komm, komm. Was ist das? W. Eine Tenko-Karte. Break Damage Cap. Also man kann jetzt... ich kann jetzt mehr als 9.999 Schaden machen. Also das wird in 5 Jahren dann ganz hilfreich sein, wenn ich dieses Spiel dann nach 7.000 Stunden soweit gespielt habe. Aber momentan bringt das jetzt nicht so viel, oder? Aber die Kunst ist zumindest ganz nice. Also Leute, 9.999. Ja, in welcher Welt das denn bitte, hä? Also jetzt frage ich mich schon so ein bisschen, ob das hier quasi nur diese besonderen Karten sind, die sie gerade genannt haben. Ich weiß aber nicht, wie sie hießen. Okay. Komm, Zehner jetzt. Jetzt muss hier irgendwas Geiles kommen. Leute, Daumen drücken. Ich sage jetzt sofort, was ich haben will. Ich will auf jeden Fall Kyoko, auf jeden Fall Chiaki. Hajime ist okay. Nagito. Ibuki. Kaede. Einfach alle Charaktere auflisten. Kaito. Maki. Erstmal die. Wenn ich die alle bekomme, ist schon mal ganz geil. So, komm jetzt irgendwas Geiles, hey. Komm, 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 komm. Okay. Na? Was haben wir jetzt hier? Byakuya. Oh, Kiyotaka. Toko, das ist hübsches Art. Eine S-Karte für Aseda. Oh, für Akane auch. Sakura und Gonta und Miu und Monaka und Usami. Ja, okay. Also diese Karte scheint schon etwas nützlicher zu sein, von wegen +1 Regeneration, wisst ihr? Was haben wir hier noch? Dasselbe. Toko? Oh, Equipment Stats +10%. Das ist richtig geil. Also, Asahina? Ist S? S ist nicht die höchste Seltenheit, oder? Da kam noch irgendwie was anderes, glaube ich. Okay, Akane. Awakening Bonus +20%. Okay. Okay, Gaunter. Nochmal hier Awaken. Also ich finde die Kunst echt schön. Illustration by Bandai Mayo. Kingen. Chan X Co. Da steht immer bei, wer das gezeichnet hat, interessanterweise. Okay. Hier aber nicht. Hier hat es niemand. Okay. Monaka. Und Usami. Okay. Ja, um ehrlich zu sein, ich bin jetzt kein Riesenfan von irgendwelchen von diesen Charakteren, die wir bekommen haben. Aber Hina ist ganz cool. So. Dann habe ich jetzt nicht noch mehr Achievements freigeschaltet deswegen, weil da war ja auch so was für Karten. Hier. Ja, genau. Eine Coin, ja gut. Eine Coin. Leute, wir müssen nochmal zurück. Wir müssen nochmal ziehen gehen hier. Voll im Gacha-Fieber hier, komm. Jetzt gib mir doch einfach Kyoko, hey. Ist doch nicht so schwer. Es ist nicht so schwer. Wenn ich jetzt Kyoko bekomme, ne? Lasst ihr alle ein Like da. Egal, was für eine Karte es ist. Easy Kyoko. Komm. Komm, bitte. Komm schon, es kann doch nicht so schwer sein jetzt hier. Oh, Lucky. Ja, das muss jetzt Kyoko sein. Easy. Rantaro. Okay. Warte mal, S? Ich muss... Die Seltenheiten sind mir ein bisschen bizarr. Warte mal. Hier. Ach, S ist sogar die schlechteste, oder? Oh. Ja, dann ist sie auch blöd. Ja, mehr kann ich jetzt nicht bekommen. Ich habe keine Kohle mehr. Und von Usami Flowers bekomme ich auch nichts mehr. Wisst ihr, was geil wäre, wenn man im Development Mode mehr als einen Charakter auf einmal quasi developen könnte? New Game. Da müssen wir den Kram hier nochmal machen. Das heißt, wir müssen den Kram mindestens 4-mal machen, ne? Um hier einigermaßen eine Chance zu haben, da durchzukommen. Ah, hier sehen wir nochmal die ganzen Seltenheiten. Okay, U ist das Höchste. Ja, was ist denn mit den ganzen Hype-Cards? Hier, check Hype-Cards. Ach, die sind einfach aktiv dann, oder was? Okay. Ja gut,
Wir sollten uns mal überlegen, welche vier Charaktere wir haben wollen, von denen, die wir momentan haben. Ich meine, KLT muss ich ja schon mal beibehalten, einfach weil ich den Kram nicht nochmal machen möchte mit KLT, um ehrlich zu sein. Wer ist denn der geilste Charakter, den wir bisher bekommen haben? Von den Monaka? Nee. Akane? Nee. Usami? Nee. Ich muss ja fast Aoi nehmen. Oder? Ja, aber Junko hat halt nur diese Drecks-N-Karte. Rantaro wäre auch ganz nett, ne? Ich will jetzt halt nicht meinen ganzen Cast hier nur aus Danganronpa 3 machen, mein ganzes Team. Ja, soll ich Aoi nehmen? Also bisher habe ich niemanden bekommen, den ich jetzt mega geil finde, aber Aoi fällt, ist ja noch am besten, würde ich sagen. Hat auch ein anderes Attribut, ne? Ja, Athletic, okay. Ich habe immer noch keinen von diesen Gegenständen. Ich weiß gar nicht, wie ich die bekomme. Ja gut, da müssen wir jetzt hier wohl noch mal trainieren gehen, ha? Huh? So.